Hallo zusammen, hier ist wieder Eugotti und heute gibt es mal ein Video, das ich so, glaube ich, noch nie gemacht habe und ich bin mal gespannt, ob es euch gefällt. Hämmert es direkt in die Tasten, wenn euch so etwas gefällt. Ansonsten, nun ja, lassen wir die einfach beim nächsten Mal weg. Und zwar werde ich euch darüber aufklären, wie ich derzeit trainiere, obwohl ich jetzt am Ende dieser Phase, glaube ich, so ziemlich angelangt bin. Was mein aktueller Trainingsplan ist und welche Erkenntnisse ich daraus ziehe. Es gibt schon ein Video, da habe ich mal etwas dazu gesagt und was mich dazu inspiriert hat. Das kam erst vor kurzem raus, das ist dieses. Und da hat mich Chris Bumstead, CBAM höchstpersönlich, zu einem neuen Training inspiriert. Das Video von ihm war zwar schon älter, 2 Jahre, aber gut, ich habe es da erst entdeckt und wurde ganz plötzlich sehr neugierig, weil ich etwas an dem Trainingsplan entdeckt habe, was mich sehr gereizt hat, mal auszuprobieren. Das habe ich nämlich so noch nie gesehen. Und jetzt kommt's. Obwohl ich mich als Trainer und als erfahrener Bodybuilder auch mindestens auf dem gleichen Niveau einschätze, wenn ich noch höher als Chris Bumstead. Ja, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, weil er ist doch der Mr. Olympia. Dennoch muss man bedenken, habe ich mehr Trainingserfahrung als er. Er ist ein Stück jünger als ich und ich habe zumindest länger trainiert schon. Und sicherlich auch mehr Personal Trainings vergeben. Aber darum geht es jetzt auch nicht. Ich will mich nicht mit ihm vergleichen. Ich will euch damit nur sagen, trotzdem höre ich mir ganz gerne mal an, was er zu sagen hat. Und weil er auch einen gewissen Erfolg hat, möchte ich auch ganz gerne mal gucken, was es damit auf sich hat. Denn man lernt nie aus. Das ist im Prinzip die Message dahinter. Und die kann ich nur jedem ans Herz legen, der schon meint, er wüsste alles. Dass man einfach mal auch andere Dinge ausprobiert. Selbst Dinge, die man schon vielleicht vor 16 Jahren mal gemacht hat und die nicht funktioniert haben, könnten jetzt funktionieren. So zum Beispiel leichteres Training und mehrfach die Woche trainieren klappt meistens in den hinteren Jahren der Bodybuilding-Karriere wesentlich besser als in den ersten. Kann man also nochmal ausprobieren. Genau das habe ich gemacht. Zum einen, weil es immer wieder auf diesem Kanal darum geht, einmal oder zweimal die Woche trainieren und ich es einmal noch ausprobieren wollte. Ja, ich habe es schon mehrmals im Leben gemacht und mehrmals im Leben sogar hin bis zu jeden Tag den gleichen Muskel trainieren, alles ausprobiert in meiner Selbstforschungsphase. Aber jetzt nach so langer Zeit das mal wieder zu machen, vor allem weil sich meine Lebensumstände in die Richtung entwickelt haben, dass ich nicht mehr ganz so hart trainieren konnte, für eine gewisse Weile wollte ich das mal ausprobieren. Dazu wird es aber später noch ein Video geben, wo ich mehr darauf eingehe, wie das war, zweimal die Woche zu trainieren. Jetzt aber erstmal dazu, wie mein aktueller Plan aussieht. Ich trainiere derzeit in einem Dreier-Split, den ich versuche, zweimal die Woche unterzubekommen. Versuchen heißt, ab und zu merke ich einfach doch, es war ein bisschen zu hart und lasse nach 2 Tagen bereits schon wieder einen Tag Pause. Das heißt aber letzten Endes, dass ich den ungefähr in einem Rhythmus von alle 8 bis 9 Tage doch noch dann trainiere. Aber es nicht schaffe, eben 6-mal hintereinander zu trainieren oder zumindest 3-mal hintereinander und dann einen Tag Pause zu haben. Das heißt, hier im 8-Tage-Rhythmus beides unterzubekommen. Dennoch, es sind letzten Endes um die 9 Tage und damit halte ich so ziemlich ein. Das Interessante an dem Plan ist aber nicht, dass es zweimal die Woche ist, wie gesagt, dazu kommen wir noch, sondern wie dieser Plan aufgebaut ist. Und das war auch das, was mich eben dazu gereizt hat. Wir sehen zum Beispiel hier, wir haben einen Push- und einen Pull-Tag im ganz normalen Dreier-Split. Der Beintag ist etwas weniger interessant, aber vor allem der Push- und Pull-Tag, die habe ich so noch nie trainiert. Wir sehen zum Beispiel, dass am Push-Tag die Übungen so angeordnet sind, dass Brust, Trizeps und Schultern eigentlich sich immer wieder abwechseln. Und ich habe immer das Prinzip verfolgt, erst die große Muskulatur, Priorität natürlich darauf, und danach zu den kleinen überzugehen. Und vor allem immer alles, was zu einem Muskel gehört, wird auch zusammentrainiert, um den Reiz so stark es geht zu setzen. Dazu habe ich auch schon was in dem entsprechenden Video zu Chris Bumsteads Plan gesagt. Jetzt aber mehr der Erfahrung davon, wie es sich ausgewirkt hat, wie hat sich das angefühlt und was merke ich jetzt nach über 6 Wochen, die ich das mache, vielleicht auch an Entwicklungen. Zunächst einmal viel entwickelt und stärker geworden bin ich nicht unbedingt. Dazu hat es nicht beigetragen, dazu muss ich aber auch sagen, dass ich in der jetzigen Lebensphase nicht unbedingt die besten Voraussetzungen hatte, um jetzt auch noch was aufzubauen. Und darüber hinaus auch schon eigentlich nicht mehr meine Rekorde sprenge und meine Körpermaßen und auch meine Krafteinheiten seit circa 15 Jahren. Meine stärksten Ausmaße hatte ich so ungefähr, na nicht Ausmaße, aber Krafteinheiten zwischen 2006 und 2007. Das war noch weit vor Social Media, weit vor YouTube.
Und meine größten Ausmaße vom Körper her hatte ich so um die 2011, 2012 rum, vielleicht bis 2014. Aber auch da, das habe ich höchstens gehalten, aber da kam nicht mehr viel mehr dazu. Wenn, dann müsste ich wahrscheinlich eher in die Trickkiste greifen, damit da mal wieder ein bisschen mehr bei rumkommt. Bin aber auch schon in einem Alter, wo das einfach nur noch schwer möglich ist. Dennoch, da ich durch meine Reisezeiten immer so ein bisschen in Wellen trainiere, 2 Monate off, wieder dann 2 Monate trainiere und so weiter, kommt es vor, dass ich immer wieder dazwischen wieder ein bisschen was aufbauen kann und dann natürlich wieder etwas verliere. Das sind zwar nur leichte Schwankungen, vor allem mit Wasser sind es immer nur 4-5 Kilo, aber immerhin, da kann man es nach bemessen. Jetzt hatte ich allerdings schon 3 Monate vorher trainiert, deswegen wäre es unfair zu sagen, funktioniert nicht, weil ich einfach nicht was Zusätzliches aufgebaut habe. So viel erstmal zum Persönlichen davor. Dennoch kann ich schon mal berichten, wie es sich im Training angefühlt hat. Und da muss ich sagen, haben sich so einige Phasen im Training unheimlich gut angefühlt. Denn ich hatte einen starken, einen enormen Pump. Und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht und macht mir immer noch wahnsinnig Spaß. Ich gehe, und das habe ich gemerkt, viel frischer an die einzelnen Übungen ran. Normalerweise, wenn ich normalen Brusttag habe, hier dann der Push-Tag, und dann würde ich 3 Übungen hintereinander für die Brust machen, dann macht das zwar Spaß und ich kann mich richtig gut in den Muskel einfühlen. Und ja, ich glaube, das ist auch effektiver. Also wer da draußen noch wirklich stark die Muskeln aufbauen will, der sollte das schon anders machen. Aber probiert es gerne mal aus, denn der Spaßfaktor ist enorm. Macht ihr dann die 2. oder die 3. Übung bei einem normalen Trainingsplan mit allen 3 Brustübungen hintereinander, dann ist man oft so erschöpft, man quält sich da noch so ein bisschen durch. Heißt nicht, dass man es nicht genießt. Ja, wir genießen diese Qual, aber dennoch sind wir weniger leistungsfähig. Jetzt aber trainiert ihr von der Brust ein bisschen den Trizeps danach, dann so ein bisschen die Schultern und dann wieder die Brust. Und ihr geht wesentlich frischer an die 2. Übung ran für die Brust. Wenn ihr zum Beispiel erst Bankdrücken gemacht habt, wie bei meinem Plan, und dann irgendwann später macht ihr Fliegende, dann seid ihr wieder bereit. Ihr habt nicht bereits schon dieses pochende, schmerzende Blutgefühl in der Brust und müsst da dann auch noch draufhauen. Nein, ihr seid wieder befreit davon und geht da wieder frisch ran und mit neuem Ehrgeiz und neuem Fokus. Und das macht Spaß. Dadurch ist es nicht mehr so stressig für den Körper und ihr habt einfach einen gewissen Spaßfaktor dazu. Außerdem, wie schon erwähnt, ist der Pump enorm. Weil nicht nur eine Area aufgepumpt ist, obwohl, wenn man die Brust trainiert, pumpen sich natürlich auch die Schultern auf, genauso wie beim Rücken, die Schultern immer so ein bisschen mit aufgepumpt sind und der Bizeps natürlich, aber hier wird das noch weiter verstärkt. Ich hatte das Gefühl, vom Spiegelbild selten so einen starken Ausmaße und Pump gehabt zu haben. Man trainiert die Brust, danach direkt die Schultern, sodass die einfach noch ein bisschen mehr aufgepumpt sind, vor allem der mittlere Delta, und geht dann zum Trizeps über und alles lädt sich hier hinten auf. Das sieht enorm aus. Und besonders bei manchen Übungen wie diese hier, wo eine Kombinationsübung drin ist, Seitheben an der Maschine zusammen mit Liegestützen. Mein Gott, das sieht einfach nur krass aus im Spiegel. Was mir außerdem an dem Plan sehr gefällt, ebenso an dem Pull-Tag auch, wo auch der Pump enorm ist, und dann nebenbei zwischen den Rücken- und den Bizeps-Einheiten, wow, ist, dass er sehr übersichtlich ist und sehr kurzweilig. Ich habe das Gefühl, ich gehe ins Training und bin 45 Minuten später wieder draußen. Oft ist es so, dass ich trotzdem noch so fast 1 Stunde trainiere, aber nur sehr, sehr wenig im Fitnessstudio verbringe und trotzdem das Gefühl habe, ich habe was getan. Alleine schon, weil man ja jetzt das Volumen auf 2 Tage aufteilt, hat man natürlich an einem Tag nicht mehr so viel. Ich bin nicht mehr 1,5 Stunden da und habe nur den Rücken abgeschlachtet. Nein, jetzt wurde das Ganze unterteilt, folglich wären das nur 45 Minuten. Jetzt kommen aber noch andere Muskeln dazu. Normalerweise habe ich nach dem Rücken nicht den Bizeps noch trainiert oder damit. Und hier hat man am Push-Tag sogar Brust, Schultern und Trizeps. Das ist natürlich eigentlich enorm. Aber da bei der Brust schon die Schultern und der Trizeps ein bisschen bei sind, macht man natürlich nicht wieder komplette 3 Übungen dafür. Und da man für die Brust auch nur die Hälfte der Übungen macht und da man zwischen den Einheiten, wie wenn man von einer Rückenübung gerade auf den Bizeps übergeht oder von der Brust auf die Schultern übergeht, tendenziell nicht so viel Pause braucht, als würdet ihr direkt zu der nächsten Brustübung gehen, geht das Ganze wesentlich schneller. Außerdem haben wir auch manchmal Supersätze mit dabei, da wo man nur 2 Sätze von macht. Ich habe das Gefühl, ich gehe ins Studio, kriege den Pump meines Lebens und gehe wieder raus innerhalb von kurzer Zeit. Und das macht echt Spaß, das motiviert mich gerade und es ist zumindest ein echter Funplan. Und was ich hierbei vor allem empfehlen kann, ist, probiert mal für euch aus, wie sich das anfühlt, wenn man die Übungen so mixt. Nach wie vor möchte ich nochmal betonen, ich glaube, effizient ist das nicht. Ich habe bei anderen
Plänen mehr das Gefühl, dass ich was für den Muskel getan habe, habe mehr Muskelkater, den ich im Moment echt kaum noch habe. Aber gut, ich trainiere eben auch öfters die Woche und ich fühle mich nicht mehr so aufgebläht an den Trainingstagen danach. Dennoch ist es einfach frisch, ich habe Energie und wie gesagt, es ist ein gewisser Fun-Faktor dabei. Und vielleicht funktioniert das ja für euch sogar noch besser, dass nicht nur ein Pump im Spiegelbild da ist, sondern dass ihr auch mehr Resultate habt. Das ist das, was ich derzeit mache und ich werde diesen Plan auch noch weiterführen, nur die Übungen mal ein bisschen austauschen, ein bisschen damit rumexperimentieren. Ich werde euch gerne nochmal updaten. Wenn euch sowas gefällt, dann lasst mir den Daumen da und zeigt mir das, dann date ich euch gerne noch einmal ab und es wird ein weiteres Video geben, wo ich nochmal über das Spezielle, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit zweimal die Woche trainieren, darauf eingehe. Was ja immer wieder Thema auf diesem Kanal ist und sicherlich dann ganz interessant, wenn ich es mal wieder endlich gemacht habe. Schaut euch auch gerne mal die anderen Videos hier an, wenn ihr noch Fragen dazu habt, ab in die Kommentare und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns irgendwann mal wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gott.